Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Moment of Silence. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind kurz vorm Peters Apartment. Da müssen wir wahrscheinlich hier hochgehen, oder? Da komme ich nicht ran. Ja, dann steig mal auf das Brett, das wir da extra hingelegt haben. So sieht doch schon viel besser aus. Und nach oben klettern. Beeindruckend, ich würde das nicht schaffen. Nee, ich würde das definitiv nicht schaffen. Wobei, mit diesen Haken... Nee, ich glaube, ich hätte... Ja, sobald ich da oben bin, mit den Haken, dass ich meine Füße absetzen kann, würde es gehen, aber da sich hochzuziehen. Geschafft. 23 verdammte Stockwerke. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ja, das solltest du auf jeden Fall sein. Den Mob können wir nicht mitnehmen. Das erinnert mich an den Film mit Terence Hill und Bud Spencer. Wie hieß er nochmal? Ich weiß nicht, da hatte Terence auf jeden Fall auch einen Mob immer dabei, um die Bösen zu bekämpfen. Naja, am Schluss auf dem Schiff jedenfalls. Egal, ich schweife ab. Nee, hier ist nichts. Sieht aber ziemlich kaputt aus hier alles. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Psst, Tommy. Tommy. Psst, Tommy. Tommy, komm mal her. Ich bin hier. Hier hinter der Tür. Mr. Wright, was machen Sie da? Bei uns in der Wohnung sind zwei Männer. Männer? Was sind das für Männer? Sie tragen schwarze Anzüge. Sie nennen sich Nummer 1 und Nummer 2. Und sie lassen uns nicht aus dem Haus. Sie sind... Böse? Ja. Haben Sie gesagt, was Sie wollen? Ich glaube, Sie suchen nach Daddy. Und nach Ihnen, Sir. Geht's deiner Mutter gut? Sie hat Angst. Und ich habe auch Angst. Na klar, mach dir keine Sorgen. Ich werde uns alle hier rausbringen. Haben Sie Dad gefunden? Ja. Ja, ich habe deinen Dad gefunden. Hör zu, Tommy. Du musst mir jetzt helfen. Es ist sehr, sehr wichtig. Du musst mir genau zuhören und dann genau das tun, was ich dir gesagt habe. Wirst du das machen? Ja, Sir. Gut, pass auf. Du gehst jetzt zu deiner Mom und sagst ihr, dass ich hier bin und dass ich deinen Dad gefunden habe. Dann sagst du ihr, dass sie am Computer von deinem Dad ein Passwort eingeben soll. Das Passwort heißt Double Think. Kannst du dir das merken? Ja, klar. Wie heißt das Passwort? Double Think. Sehr gut. Dann wird sie in ihrem Computer eine Karte sehen. Die muss sie ausdrucken. Soweit okay? Ja, Sir. Okay, dann müsst ihr einen Weg finden, hierher zu kommen. Hierher zu mir in das Etagenklo. Denkt euch irgendeine Ausrede aus. Und dann? Dann hauen wir ab, Tommy. Ab zu deinem Dad. Er wartet schon auf euch. Alles verstanden? Ja, Sir. Dann los, Junge. Geh schon. Viel Glück und bis gleich. Oh, spielen wir jetzt etwa Debbie? Ach, Tatsache. Wie cool. Okay, dann reden wir mal erstmal mit den Agenten. Mit dem Agenten. Kann ich eine Frage stellen? Bitte. Was wollen Sie von uns? Nichts Persönliches, Mrs. Oswald. Wie ich sagte, bewahren Sie Ruhe und es wird Ihnen nichts geschehen. Warum sind Sie hier? Es geht nicht um Sie. Wir suchen einen Terroristen und haben Grund zu der Annahme, dass er sich bei Ihnen melden wird. Einen Terroristen? Meine Güte, so ein Unsinn, ich kenne überhaupt keine Terroristen. Sie kennen sogar zwei. Was? Wen? Machen Sie Witze? Ich fürchte nein. Wen meinen Sie damit? Ich möchte Ihnen die Überraschung nicht verderben. Ja, klar. Sind Sie von der Polizei? Vielleicht. Dann sind Sie verpflichtet, mir Ihren Namen zu sagen und Ihre Ausweise zu zeigen. Sie können nicht einfach hier eindringen und uns festhalten. Nicht? Nein! Nummer 1? Doch, wir können. Wir müssen sogar.
Nicht böse sein, Mrs. Oswald. Es ist unser Job. Und jeder von uns muss doch seinen Job machen, oder? Wissen Sie, mein Instructor hat immer zu mir gesagt, Nummer eins, unser Job hat zwei Seiten. Eine schöne, wenn die Klienten kooperieren. Dann sitzen wir gemütlich zusammen, knabbern Gebäck, trinken Tee und niemandem passiert etwas. Dann gibt es noch die unschöne Seite. Das ist die, wo anschließend der Putzdienst kommen muss. Ich für meinen Teil bevorzuge Tee und Gebäck. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch so sehen würden. Haben Sie mit der Verhaftung meines Mannes zu tun? Vielleicht. Wo ist er? Was haben Sie mit ihm gemacht? Wir? Nicht. Was wissen Sie darüber? Mrs. Oswald, ich sagte Ihnen doch, wir sind nicht Ihretwegen hier. Belasten Sie sich nicht mit Fragen, deren Antworten vielleicht unerfreulich für Sie wären. Lassen Sie uns einfach hier warten. Es ist besser für Sie, glauben Sie mir. Ja, klar. Darf ich? Bitte. Was tun wir jetzt, genau? Was tun wir jetzt hier? Wir warten. Und worauf warten wir? Auf Besuch. Es wird niemand kommen. Ich denke, es wird jemand kommen. Früher oder später. Und wie lange soll das jetzt so gehen? So lange, bis jemand kommt. Und so lange bleiben Sie beide hier? Sie und Nummer zwei? Ganz genau. Wir haben Zeit. Das kann ja heiter werden. Umso wichtiger, dass wir uns gut verstehen. Und das tun wir nur, wenn Sie keine Dummheiten machen. Ja, irgendwann müsst ihr aber auch mal schlafen gehen. Und Peter kommt nicht. Ich meine, er ist schon da, aber nicht hier. Lassen Sie wenigstens den Jungen gehen. Er ist ein Kind. Und was auch immer Sie wollen, er hat absolut nichts damit zu tun. Das ist irrelevant. Er muss leider hier bleiben. Was sind Sie für Menschen? Wie können Sie einen kleinen Jungen einsperren? Ich bleibe hier, Mom. Bei dir. Sehen Sie, er will gar nicht. Ein richtiger kleiner Held. Sie können stolz auf ihn sein, Mrs. Oswald. Sicher ist er gut in der Schule, spielt gut Football und macht seiner Mutter viel Freude. Aber er muss hier bleiben. Unter allen Umständen. Und ich hoffe, Sie verstehen, wie ich das meine. Haben Sie Kinder? Was? Haben Sie Kinder? Das steht hier nicht zur Debatte. Was ist es? Ein Junge? Ein Junge wie Tommy? Warum antworten Sie nicht? Nummer eins? Ja? Soll ich übernehmen? Nein. Sie sind eine kluge Frau, Mrs. Oswald. Deshalb wissen Sie sicher, wann man redet und wann man besser schweigt. Ja, okay. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir auf den Computer zugreifen können, aber das direkt vor den ihre Augen halte ich es eigentlich auch für keine so gute Idee. Kann man den vielleicht irgendwie mitnehmen? Ah, es ging. Okay, direkt vor den Augen von denen haben wir die Karte ausgedruckt. Okay. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich kann es nicht anschauen. Badezimmer, Kinderzimmer. Badezimmer. Das da ist gar nichts, okay. Ja, dann gehen wir mal ins Kinderzimmer. Matratze. Können wir uns genauer anschauen? Ist ja ein krasses Teil. Warum können wir uns das genauer anschauen? Hier scheint es doch nichts zu geben. Oder sehe ich da gerade irgendwie was falsch? Aber hier scheint es tatsächlich nichts zu geben, auch wenn man es sich anschauen kann. Okay. Nee, ich sehe nichts. Okay. Schreibtisch können wir uns auch genauer anschauen. Moment, da war was, wo ist es? Baustein. Okay. Wir können die Bausteine zu einem Wort formen hier, aber... Oder zum Ding, aber bringt uns das was? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was uns das bringen sollte. Ja, vielleicht wird es ja gleich noch klarer. Hm.
Vielleicht ist es auch einfach nur eine Sache, die man machen kann. Ohne dass es was bringt. Gummibären. Okay, wir haben Gummibären. Was ich mir ja überlegt habe, ist, dass man irgendwie die Toilette so verstopft, dass es nicht mehr geht, dass man sagt, ich muss aufs Klo. Wir gehen da hinten aufs Klo. Weil es ja nicht geht. Vielleicht hat das was mit Gummibärchen zu tun. Ja, schau doch mal. Hier ist auch das Zeichen hier, wie Gummibärchen, wenn man die ins Wasser tut, dann quellen die doch so auf. Wenn man die jetzt in die Toilette macht, dann müsste man die Toilette damit verstopfen können. Das ist meine Idee, die ich jetzt damit habe. Und das ist ja mit dem Wasserglas und den Gummibärchen drin eigentlich schon eine ziemliche Hilfe oder Hilfestellung oder wie auch immer. Was haben wir hier noch alles? Eine Kasse, ein kleines Fahrrad, aber da können wir anscheinend auch nichts machen. Ne, hier gibt es sonst nichts mehr. Also, dann probieren wir mal, ob das funktioniert. Vielleicht noch ein bisschen die Toilettenpapier mit reintun. Ne, also ich hätte es ja mit Toilettenpapier vielleicht versucht. Okay, hier scheinbar gar nichts zu haben, außer Toilette und die Spülung. Dann ist es relativ klar, wie das geht. Mach das nicht nach. Das ist keine gute Sache. So, fertig. Und das werden wir auch gleich sehen, dass das keine gute Sache ist. Die sind noch nicht aufgequollen genug. Noch mehr reinmachen? Da sind genug drin. Aufgequollen genug. Muss ich einfach ein bisschen warten? Die sind noch nicht aufgequollen genug. Eigentlich müsste ich doch noch dann einfach nur warten, oder? Okay, dann gehen wir nochmal raus. Und dann gehen wir nochmal rein. Vielleicht sind sie jetzt aufgequollen genug oder müssen wir noch was machen? Ja, jetzt geht's. Was für eine Sauerei. Das heißt, entweder einen Handwerker holen, was die definitiv nicht zulassen werden. Ich hätte noch ein Anliegen. Sicher. Es gibt da ein kleines Problem. Was ist denn los? Die Toilette ist verstopft. Wie ist denn das passiert? Die Leitungen sind alt. Ich habe Central Services schon x-mal angerufen, aber die lassen sich nun mal Zeit. Na bestens. Und was soll ich dabei tun? Es gibt eine Etagentoilette auf dem Flur. Darf ich Tommy eben hinbringen? Nein. Bitte. Dann werden sie uns wohl erschießen müssen. Das werden wir wohl. Mein Sohn muss zur Toilette. Und wir gehen jetzt auf die Etagentoilette, klar? Ihr geht nicht. Na komm schon, Nummer 2. Lass sie. Vor dem Haus stehen Nummer 5 und 6. Sie können nicht abhauen. Das erklärst du dem Supervisor. Ja, ja, mach dir nicht ins Hemd. Gehen Sie, Mrs. Oswald. Ich vertraue Ihnen. Also bitte enttäuschen Sie mich nicht, in Ordnung? Sehe ich Sie in 2 Minuten nicht wieder hier? Ich verstehe. Das weiß ich. Also los. Gut. Das wär's für den Moment. Ja, dein Vertrauen werden wir leider missbrauchen müssen, Nummer 1. Komm, Tommy. Der Kerl hier wurde nicht informiert. Ah, wahrscheinlich wurde er aber Funk informiert. Mr. Wright, wie geht es Graham? Wir sollten schnell zu ihm gehen. Wieso schnell? Ist er... Hat er... Haben Sie den Ausdruck? Ja, hier. Gut. Tommy, alles in Ordnung. Kannst du klettern? Na klar, Sir. Da oben rein, in den Schacht? Schaffen wir, oder? Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Mr. Oswald. Oh Gott. Oh Gott, Graham. Oh mein Gott. Hey, Tommy. Deborah. Schön, dass ihr gekommen seid.
Tut mir so leid. Mach dir keine Sorgen, Junge. Mom wird auf dich aufpassen. Kommen Sie, Professor. Lassen wir die drei einen Moment. Kann ich was machen? Nee, ich habe keine Maus. Ah, okay. Mrs. Oswald, ist der... Ja. Es tut mir leid. Hat er Ihnen erzählt, was passiert ist? Hat er gesagt, an was er gearbeitet hat? Was er herausgefunden hat? Wo er zuletzt war? Er hat es versucht. Aber ich... Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich muss mich jetzt um Tommy kümmern. Ihr Mann ist nicht umsonst gestorben, Mrs. Oswald. Er hat etwas Großartiges getan. Er hatte mehr Courage und mehr Einblick als viele von uns. Sie können stolz auf ihn sein. Ich werde dafür sorgen, dass sein Tod nicht umsonst war. Was werden Sie jetzt tun? Ich werde tun, was Ihr Mann tun wollte. Und? Was wollte er tun? Ich erkläre Ihnen alles, wenn ich zurück bin. Der Professor und Charlie werden Sie und Tommy an einen sicheren Ort bringen. Professor, das tun Sie doch für mich. Natürlich. Dann los, ich muss gehen. Viel Glück. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Hoffentlich. So, das macht er jetzt auch alles allein. Ich denke, jetzt geht's zu diesem zum Flughafen, zu diesem Flughafen, das schon voll aufgetankt ist, hat ja Graham erzählt gehabt. Aha, ich hab doch gesagt, das wird auch mal ein wichtiges Ding sein. Okay, ich hoffe, das Flugzeug ist noch da, wie Mr. Oswald gesagt hat. Ich hab gesagt, das wird noch ein wichtiges Teil sein, dass wir da hingehen. 10. Oktober 2044. Wow, kalt. Geschafft. Von hier aus muss ich mich durchschlagen. Es ist verdammt kalt. Ich muss mich schnell irgendwo aufwärmen. Okay, ich hoffe, man kann nicht erfrieren. Ah, ich glaube nicht. Bisher konnte man in dem Spiel ja nicht umkommen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall nichts. Da geht es nicht weiter. Aber hier scheint was zu sein. Da geht er... Eine Konstruktion mit Angel, wo hier weiter nach hier führt. Okay. Können wir aber nichts machen. Nur uns anschauen. Jemand am Eisloch. Ja, und es geht anscheinend hier lang. Hier irgendwie. Ah ja, genau. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier weiter. Okay. Auch nett. Wenn was anbeißt, wird es gleich signalisiert. Und zwar in diesem Haus drin. Perfekt. Und da können wir uns dann auch schön aufwärmen. Na? Kannst du irgendwas mit dem Bretter machen? Ganz schön schwer. Und was hat uns das jetzt gebracht? Tschüss, Brett. Ah. Aha. Okay. Wollten wir nicht den von dem gesehen werden? Oder wollten wir uns einfach nur bemerkbar machen? Hallo, gehst du auch wieder? Okay, wir reden mal mit dem, wenn das geht. Aber anscheinend soll das nicht... Jemand am Eis. Ja, da steht doch direkt hier, aber wir können doch nicht mal anwählen. Nee, dann wollte man anscheinend nicht von dem gesehen werden. Ach, du Schande. Wir können auf jeden Fall nichts mit ihm machen.
Aber wir kommen wahrscheinlich jetzt in die Hütte rein. Das wäre mal wahrscheinlich vorher nicht hätte man wahrscheinlich nicht gekonnt. Okay. Das ist ja blöd gelaufen. Aha. Da war ich anscheinend wieder ein bisschen zu voreilig. Hä? Ah doch, jetzt. Hier geht's weiter. Okay, sehr schön. Ein Jetski. Und hier, komm mal rein, denke ich mal. Ice Lake Inn. Und wir haben... Endlich im Warmen. Wie soll ich bloß in der Kälte da draußen zurechtkommen? Ich brauche Ausrüstung oder einen fahrbaren Untersatz. Wahrscheinlich mussten wir den jetzt weglocken, damit wir an die Ausrüstung rankommen und den Jetski benutzen können. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich mit dem noch reden können. Ah, ich hätte erst in die Hütte gesollt und danach hier rein. Na gut, jetzt ist schon so geschehen. Machen wir beim nächsten Mal weiter und schauen uns hier ein bisschen um. Bis dahin, macht's gut und tschüss.